Seit Mai 2021 steht diese Agri-Photovoltaikanlage hinter mir. Und das ist jetzt die erste Ernte, die wir erwarten. Das ist eine Versuchsernte, die ist noch nicht aussagekräftig. Aber wir erhoffen uns jetzt über die Jahre Erkenntnisse darüber, ob das Ganze funktionieren kann, so wie wir uns das wünschen. Die Idee dahinter ist einfach die, dass wir den Kulturschutz bei gleichzeitigem Flächenerhalt und vor allen Dingen bei gleichzeitiger Produktion aufrechterhalten. Und hinzu kommt halt eine Solarstromerzeugung auf eben dieser Fläche. Das ist eine sehr schöne Sache, weil wir verlieren kein Land wie bei den Freiflächen Agri-PV, weil diese landwirtschaftliche Fläche ist dann verloren. Und hier bei unserem Projekt können wir nach wie vor landwirtschaftliche Produktion darunter realisieren. Die Frage ist nur, ob das auch so in dem Maße stattfinden kann, wie jetzt unter dem Kulturschutz das Standard ist, unter dem Hagelnetz. Und dafür haben wir das Hagelnetz auch als Vergleichsvariante zur Agri-PV in unserem Versuchsdesign mit eingeplant. Zuckergehalte sind auch ein bisschen versetzt, dass wir auch hier etwas weniger Zuckergehalt haben als unter dem Hagelnetz. Was wir aber gesehen haben auch, ist, dass bei dem Sonnenbrandereignis, das wir am 24.07. hatten, dass wir hier praktisch keine Schäden haben. Und unter dem Hagelnetz lagen wir im Durchschnitt aller Sorten bei 6% und hier bei der Sorte Elster sogar bei 18%. Wir bräuchten mindestens 2 bis 3 Vollertragsjahre, um alle Witterungsverhältnisse, die entstehen können, dann auch festzuhalten und zu sehen, wie es dann auch in den einzelnen Varianten die Bäume damit dann zeigen, wie der Ertrag wird, wie die Ausfärbung wird. Und dazu brauchen wir einfach mehrere Jahre. Dieses heiße Jahr dieses Jahr ist genau das Gegenteil vom letzten Jahr, aber genau das, diese Mischung brauchen wir ja, um dann auch letztendlich eine Aussage treffen zu können, wie sich eine Agri-PV-Anlage über die Jahre dann zeigt. Die Kultur muss an erster Stelle stehen. Nur dann können so Systeme funktionieren und nur dann sind sie vor allen Dingen akzeptiert von der Bevölkerung.